Hallo zusammen, ich habe hier eine Box und die hat einen Produktionsfehler. Wir sehen hier auf dem Display, zeigt uns Error 1 an. Mit der Abwechslung minus 39. Wenn ich hier oben schaue, dieser Thermometer, der hier drin sitzt, der hat minus 37 Grad. Das heißt, diese Box hier, die läuft zwar jetzt über ein Netzgerät, ist kein Thema, die schaltet nicht aus. Die läuft permanent. Und hier auf der Seite haben wir einen Schiebeschalter. Standard Mode und Emergency Mode. Bei Emergency wird die auf diese Temperaturen runterkühlen. Wenn ich jetzt die Box hier auf Emergency stelle, geht die Box aus. Weil hier zweimal diese Taste drücken, ist sie eingestellt auf minus 22 Grad. Aber sie geht runter auf minus 39 Grad. Bei dieser Box liegt ein Produktionsfehler vor. Und zwar wurde bei uns falsch montiert oder in der Endkontrolle das nicht richtig rausgefunden. Mit einem Schraubenzieher der Größe 2 Kreuz, katholisch, kann man hier diese 6 Schrauben lösen. Habe ich schon mal gemacht. Wir stecken diesen Stecker aus. Hier ein bisschen reingehen mit dem Schraubenzieher, dann kann ich das Blech lösen. Ja, hier dieser Schalter, der ist verkehrt reingeschoben. Jetzt kann man hier reingreifen und das vielleicht mit einem kleinen Schraubenzieher rausziehen. Dann ist der so drin und der ist effektiv verkehrt drin. Der müsste so rein, dass die beiden Anschlüsse hier links und rechts sind. Dann kann man den wieder reindrücken. Die Abdeckung wieder drauf. Ja, aber richtig natürlich. Also ich schraube sie jetzt nicht an. Ich drücke sie hier nur ein bisschen fest. Und ich kann den Stecker wieder reinmachen. Und jetzt steht das auf Standard-Mode. Und jetzt hat die Box minus 32 Grad, hat ausgeschaltet. Und wenn ich die Box hier wieder auf Emergency stelle, dann geht es einen Moment. Und jetzt fängt sie wieder an zu laufen. Und durch das geht sie dann wieder runter auf die minus 40 Grad etwa. Das ist so eine Box, die bringt sowas. Ja, das ist ein Produktionsfehler, der bei uns vorbei passieren kann. Ihr könnt das selber rausnehmen, drehen, wenn es so wäre. Oder bei uns vorbeikommen, wir schrauben das auf, drehen den Schalter, setzen den richtig rein. Da hat einer den Schalter verkehrt reingesetzt. Punkt. Ja. Hier mache ich euch ein Video über das letzte Video dieser Kühlbox, den neuen Katalog. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.